Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Piratensender. Ja, in der letzten Folge haben wir Jesus Morrison Befehle gebracht, geheime Dokumente, Befehle von Sentinel oder den Wolves, irgendwas, auf jeden Fall geheime Daten, die er zu einem Lied verwurschteln sollte. Und jetzt benötigt er, so wie es aussieht, Hilfe, weil das Ganze ungewollt die Aufmerksamkeit von Sentinel erregt hat. Morrison hat Aufklärungsdaten für die Outcasts in einem Lied kodiert. Seine geheimen Aktivitäten der letzten Zeit haben ungewollt die Aufmerksamkeit von Sentinel erregt. Er wird Hilfe brauchen, den Song zu senden. Und genau das, genau diese Hilfe werden wir ihm gewähren. Was machen Sie hier? Ich bin gar nicht hier. Hallo, Jesus. Hören Sie, das geht ein bisschen mehr ab, als ich erwartet habe. Die Brutalität seiner Kriegsführung ist einfach unbeschreiblich. Er löscht ganze Städte aus und benutzt Geiseln als menschliche Schilde. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn wir ihn nicht aufhalten. Wie kann ich helfen? Ich habe den Song komponiert. Ich brauche Ihre Hilfe, um ihn auf Station W161 zu senden. Kriegen Sie das hin? Klingt ja recht simpel. Klar. Wenn für Sie bewaffnete Wachen abwehren, einen Sender kapern und Ihr Leben verteidigen simpel ist, dann wird das ein Spaziergang. Wenn's zu leicht wäre, würde es ja keinen Spaß machen, stimmt's? Ich kann's nicht genug betonen. Sie müssen den gesamten Song senden, von Anfang bis Ende. Wir haben nur einen Versuch. Der muss einfach sitzen. Klar. Sie sind super. Danke. Hey, nein. Warum nur ein Versuch? Dekodierte Musik. Das ist Jesus Morrisons Speicherstick. Er enthält kodierte Musik, die an die Outcasts gesendet werden muss. Sobald Sie sie erhalten, können Sie sie entschlüsseln. Jo. Die ist sehr, sehr leise im Hintergrund. Ich glaube, ihr könnt die gar nicht richtig hören. Richtig leise im Hintergrund. Ich frage mich, ob man diese Musik wirklich entschlüsseln kann. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Nun. Jetzt hört die Musik nicht mehr auf. Gehen Sie. Ich habe den Feind entdeckt. Da. Okay. Die Musik hört nicht mehr auf. Okay. Mir soll's recht sein. Gut. 7 Kilometer! Was? Heiliges Kanonenrohr. 7 Kilometer. Jo, das ist ein Streckchen. Dann machen wir doch hier eine Schnellreise hin. Hey. 7 Kilometer ist ein bisschen weit. Die Strecke möchte ich euch jetzt nicht aufhalten zu laufen. Ich hoffe, die kodierte Musik ist nicht Copyright kodiert. Geschützt. So, da haben wir das Ziel. Besonders schön ist er auch nicht. Aber das muss kodierte Musik ja auch nicht sein. Ja, komm. Eieiei, ist das steil. Pass auf, gleich rutsche ich runter. Ja, weil er nämlich sowas macht. Eieiei. Fast oben. Ja, komm. Noch ein Stückchen. Jawohl. Dann legen wir uns mal kurz hier ins Gras und schauen uns das Ganze mal an. Jetzt hier da hin zum Kunst irgendwelche Infos für eine Fraktionsmission, nehme ich an. Ein Raketenschütze auf dem Dach. Haben wir einen Generator?
Das würde mich interessieren. Nein, kein Generator. Das heißt, das Geschütz ist durchaus eine Bedrohung. Nun gut. Moment mal, warum sind die alle markiert? Ich habe das eigentlich nicht aktiviert. Nicht bewusst. Aussehen der Beutebenachrichtigung Standard? Nee, Light hatten wir. Oder hatten wir es komplett aus? Ich weiß es gar nicht mehr. Machen wir aus. Hat Markierung Gegner aus. Einsatzziele, okay. Ja, von mir aus unentdeckte Orte ist wurscht. Hatten wir das so? Nee, wir hatten es komplett aus, ne? Genau, PvP interessiert nicht. Ich glaube, das ist mal wieder der tolle Bug, dass manche Einstellungen irgendwie auch übernommen werden, wenn man es in einem anderen Spielerprofil ändert. Ich habe zuletzt das Tutorial von letzten Freitag aufgenommen, so Wildlands für Breakpoint für Wildlands Spieler. Nein, Vollauto will ich nicht. Und da hatte ich ja einige HUD-Optionen aktiviert. So. Nee. Kann doch nicht sein, dass der genau jetzt losläuft. Andere war ein Zivilist, ne? Wenn der auch ein Zivilist gewesen wäre, dann hätten unsere Teamkameraden gemeckert. Die sind ja da, unsere Teamkameraden, ne? Ja. Da ist er, der Vassili. So, ich weiß von der Aufklärung, dass der Scharfschütze, dass da noch ein Scharfschütze hinten auf dem Helipad steht. Es war ein böser, ne? Ja. Hacken Sie das Terminal. Gar kein Problem. Ach stimmt, da war ja auch noch eine Drohne. Ziemlich gut. So, umgeschaltet auf Vollauto. Wow. Nee. So nicht. Freundchen. So. Oh, hat mich das verletzt? Ja. Nicht so gut. So. Das Geschütz kann uns vielleicht tatsächlich helfen. Wenn wir dann gleich die Stellung hier verteidigen müssen, während das Lied hier gesendet wird. Teile oder Batterien oder was auch immer. So, ich mach schon mal den Schalldämpfer ab. Hacken wir mal. Und gehackt. So. Jetzt müssen wir bestimmt verteidigen. Lassen Sie nicht zu, dass Sentinel die Übertragung verhindert. Genau. Oh, da kommt ein Heli. Ohne Fadenkreuz schwierig. Verdammt. Hm.
Oh, fuck. Ich kann meinem Team leider keine Befehle erteilen, während ich hier an dem Geschütz bin. Von alleine kommt ihr nicht auf die Idee zu schießen. Anders als im ersten Ghost Recon zum Beispiel, da konnte man den Teamkameraden zwar sagen, wo sie hingehen sollen, also so richtig so Pfade angeben, wo die hinlaufen. Ist das einer von uns? Jo. Aber man konnte nicht sagen, Feuer frei oder so, man konnte nur sagen, ohne Rücksicht auf Verluste vorrücken und sowas. Simultanschuss und sowas gab es auch nicht. Ich gebe denen jetzt mal den Befehl. Ich habe leider vergessen, Voice Attack zu starten. Bleib Feuer bereit. Rechnet mit allem. Deshalb. Oh, das ist eine Kiste. Muss ich das jetzt manuell machen? Oder war es das schon? Nö. Noch 50 Sekunden. Kommt nichts mehr, oder? Zwei Fahrzeuge und ein Heli, das war's, oder wie? Sieht nicht so aus, als käme da noch irgendwas. Machen wir den Schalldämpfer wieder drauf. Bitte. War das ja ziemlich low. Na gut, ohne das Geschütz wäre es ein bisschen schwieriger gewesen, zugegebenermaßen. Aber mit dem Geschütz absolut easy. Und jetzt wieder 7 Kilometer zurück. Das machen wir auch wieder per Schnellreise. Wo haben wir denn hier? Ah ja, ja, gar nichts schön in der Nähe. Nur hier. Vielleicht können wir von dort, oder? Ne, können wir nicht bestimmt. Naja, komm. Dann Schnellreise dahin und vielleicht können wir uns ja irgendwo ein Fahrzeug organisieren. Vielleicht steht ja auch irgendwo mal wieder Sentinel-Patrouille in der Pampa rum. Jesus wohnt wo? Da drüben? Vielleicht können wir auch irgendwo noch ein bisschen Strecke per Fallschirm überbrücken. Ich höre Sentinel. Komm, kletter hoch. Ich glaube, von dem Felsen müsste es gehen. Kann ich hochkommen. So, mach. Jawohl. Achtung, wir haben neue Gäste bei der Party. Ja, ja, eine Fußpatrouille. Und an diesem Gebäude müsste doch ein Fahrzeug stehen, oder? Ah, das ist das. Scheiße! Feindliche Scheiße! Nipsi! Oh! Ich plünder erstmal die Kiste. Dann kümmere ich mich um den. Konzentriert euch! Tötet alles, was sich bewegt! Tut weh! Oh, verdammt! Nun! Sollte vielleicht aufpassen. Oh. Ich wollte gerade sagen, man sollte vielleicht aufpassen, dass das Magazin nicht leer ist. Vielleicht sollte man auch nicht von einem Gebäude einen Basejump machen. Da ist die Geisel auch nicht mehr da. Naja. Gut, wir haben da unten aber eine Straße. Da gibt es ja kein Fahrzeug, ne? Nee, kein Fahrzeug.
Da ist ein Fahrzeug. Guck mal da. Dann schauen wir doch mal. Es ist Will. Will wurde. Hier ist nichts. Ich wechsle den Sektor. Will wurde. Hier ist nicht. Nix. Ich wechsle den Sektor. Mal gucken mal da. Da haben wir ja alles, was wir brauchen, um die restlichen 500 Meter zurückzulegen. Ich will hupen. Ich würde so gerne hupen. Ich mag hupen. Ich wollte gerade sagen, upala. Ich wollte gerade sagen, nicht falsch verstehen, aber da gibt es nichts falsch zu verstehen. Ich mag hupen. Ganz egal wie. Ich mag hupen. So. Dann überbringen wir mal die freudige Nachricht. Was machen Sie hier? Ich überbringe Nachrichten. Hey, was ist los? Nix. Hey, Jesus. Ah, hallo. Heutzutage weiß man kaum, wem man trauen kann. Aber Sie haben es sich verdient. Die Outcasts müssten jetzt alles haben, was sie brauchen. Danke. Gerne. Hoffentlich wird Captain Savage Infinity und seine Bewohner jetzt in Ruhe lassen. Ein Punkt für die Guten. Die Kavallerie wurde gerufen. Jetzt kann ich ruhig schlafen. Was hat es mit Ihnen und Savage auf sich? Bevor ich Musiker wurde, war ich Kriegsreporter. Während eines Auftrags traf ich Lacey. Sie war zu der Zeit bei Sentinel. Wir sahen zu, wie Savage ein ganzes Dorf niederbrannte. Wir sahen zu, wie ganze Familien lebend gehäutet wurden. Ich habe immer noch Albträume davon. Jedenfalls kamen er und seine Leute durch Bestechung ohne Strafe davon. Die Behörden haben einfach weggesehen. Ach, wissen Sie, das erzähle ich ein andermal. Kann ich gut verstehen. Ich werde mal zur Kavallerie gehen, aber wenn Sie noch was brauchen, sagen Sie Bescheid. Das mache ich. Hey, was wollen Sie? Ach, ja, nun. Gehen Sie weg. Ja, Savage ist ja ein ganz netter, so wie es sich anhört. Ich höre Drohne. Ja, dann werden wir wohl in der nächsten Mission Jagd auf Savage machen. Oder Savage. Wie heißt er denn jetzt? Ich dachte die ganze Zeit, er heißt Savage, weil er so Savage ist. Aber ist gut, Savage. Ja. Plündern. Ja, warum auch nicht. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Hau mir ein Abo rein und die Glocke auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.